Mein Name ist David Ulrich, ich bin Inhaber der Ulrich GbR, der im Auftrag der RGE zuständig ist für das Public Catering hier im Stadion Essen, bei allen Rot-Weiß-Spielen, bei der SG Schönebeck, Konzerten, wie auch immer. Ja, jetzt im Moment ist das Stadion leer. Wir haben gleich mal so eine kleine Sequenz, wo wir euch zeigen, was wir so am Tag vorm Spiel machen, um zu sehen, dass der Spieltag nicht erst eine Stunde vorher anfängt, sondern für uns Caterer eigentlich schon eine Woche vorher und am Spieltag auch viele Stunden vor dem Spieltag, damit ihr alle lecker Essen kriegt, lecker Bier, heißen Glühwein, lecker Würstchen und wie man halt, was man noch so alles hier bekommt. So, das war's. Ich mache mich jetzt mal auf die Socken und wir sehen uns. So, jetzt verteilen wir so ein bisschen die Wurst in die einzelnen Kioske. Krakauer Bratwurst. So, Druck auf die Fässer, was jetzt jedem wehtut, aber es geht leider nicht anders. Bier anzapfen und Bier wegschmeißen. Man sagt in der Regel, dass jeder etwas trinkt und jeder zweite isst etwas. Das teilt sich dann halt auf zwischen Bier, Cola, Wasser, wie auch immer. Und bei den Speisen halt, isst eine Portion Pommes, isst eine Frikadelle, isst eine Bratwurst oder eine Krakauer oder eine Currywurst Pommes Mayo. Was ist das Schöne an meiner Arbeit? Also eine Sache ist mit Sicherheit, dass man auf den Punkt fertig sein muss. Also ich kann nicht sagen, es ist jetzt Einlass, weil wir sind noch nicht fertig, wir haben es nicht geschafft oder der Reifen war kaputt, sondern es muss immer alles fertig sein, es muss immer alles top sein. Das mache ich sehr gerne, weil ich bei solchen Sachen gerne auch perfektionistisch veranlagt bin, auch gerne lieber 2 Stunden vor dem Spiel nichts zu tun habe, als 5 Minuten nach Einlass zu sagen, das ist noch nicht fertig. So, wir haben jetzt 16 Uhr, keine besonderen Vorkommnisse, was mir schon fast wieder ein bisschen Bauchschmerzen macht, weil irgendwann kommt ja immer irgendwas und ich bin immer froh, wenn es direkt am Anfang ist und nicht später irgendwann. Aber jetzt ist alles gut. 1,5 Stunden, bis das Kioskpersonal kommt, 2 Stunden, bis die Gäste eingelassen werden. Ja, im alten Stadion standen wir immer auf den Vorplätzen, den Wagen. Jetzt hier im neuen Stadion ist alles moderner, alles schicker, für uns einfacher. Der eine oder andere sagt, es fehlt so ein bisschen das urige Flair. Aber ich denke, das kommt hier auch noch rein. In 5 Jahren ist auch ein neues Stadion urig. Und deshalb bin ich da ganz guter Dinge, dass auch die Fans irgendwann dieses Stadion so als ihres betrachten, wie sie damals oder wie sie immer noch das Georg-Märche-Stadion als ihres betrachten. Also mit Catering, Pommes, Currywurst, Bier, Cola, total zufrieden. Ole! Die Arbeit mit den Fans macht Spaß. Ich denke, ich mache eine gute Arbeit. Ich lasse mich da gerne von den Fans korrigieren. Wir haben relativ wenig Beschwerden. Viele kennen mich halt auch, weil ich jetzt ja schon über 20 Jahre hier im Stadion bin und halt nicht derjenige bin, der irgendwo in der Loge oder auf dem Business Seat sitzt und von Weitem guckt, wie sieht's aus, sondern ich versuche halt auch immer vor Ort zu sein, mir auch Probleme, Anregungen anzuhören. So, das war's. Der Tag ist gelaufen. Das Spiel ist 1-0 gewonnen. Wir machen jetzt langsam uns auf den Weg nach Hause. Machen die Funkgeräte aus. Das war's im Stadion. Jetzt geht's noch ein bisschen in der Firma weiter und dann geht's auch ins Bett. Tschüss.